Also, ich habe mir für diesen Part mal vorgenommen, ja, spontan wieder über ein bestimmtes Thema zu sprechen, über eine bestimmte Sache. Und zwar sind das bei mir die Kanalvorstellungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Hardlife, meinem Single Player Let's Play Projekt in Minecraft im Hardcore-Modus. Heißt, wenn ich einmal sterben sollte, ist das Projekt vorbei. Für die Leute, die vielleicht heute zum ersten Mal mit einschalten, habe ich schon seit ungefähr 22 Parts oder so am Laufen, immer mal wieder unterbrochen für eine längere Zeit. Jetzt hoffentlich wieder regelmäßiger. Ich habe mir mal in der Zwischenzeit die Koordinaten wieder aufgeschrieben von unserem Haus. Ja, ich habe eine Folge geguckt, da habe ich mir die mal aufgeschrieben. Und wenn ich jetzt mal so rauf schaue, wir sind gar nicht so weit weg, würde ich mal sagen. Also wir waren schon in der richtigen Richtung. Wir müssen zu x-60 und z müssen wir minus 290 oder minus 291. Ich glaube minus 290 so ungefähr. Ich habe mir jetzt einfach mal 290 aufgeschrieben. Wir gehen einfach mal in die Richtung. Nein, Quatsch. Müssen wir doch da hinten lang. Waren wir doch richtig. Muss ich gerade mal gucken. So, minus 60, dass ich auf der X gerade bin. So, 52. Dann müssten wir eigentlich genau in der Mitte von unserem Haus raus. Na, komm. Ich mach's natürlich wieder ungünstig oder total unnötig. So, und jetzt müssen wir in die Richtung, und zwar, oh, minus 290. Ja, okay, aber wir waren auf der X gerade waren wir ja fast schon richtig. Also, ich habe mir für diesen Part mal vorgenommen, ja, spontan wieder über ein bestimmtes Thema zu sprechen, über eine bestimmte Sache. Und zwar sind das bei mir die Kanalvorstellungen. Ja, ihr wisst ja, ich mache seit gut 2 Jahren oder so. Ach du Scheiße, das soll ich nicht machen. Uiuiui. Ich mache seit knapp 2 Jahren, mache ich Kanalvorstellungen. Ich glaube, meine erste Kanalvorstellung war am Neujahrstag 2012 oder 2013. Ich glaube, 2013 war das. Weil ich mir vorgenommen habe, auch die Leute zu unterstützen, die es halt ein bisschen schwieriger haben, so ein bisschen bekannter zu werden, weil mir damals auch so durch eine Kanalvorstellung ein bisschen auf die Sprünge geholfen wurde. Und deswegen, warum sollte man nicht einfach mal ein bisschen was zurückgeben? Und ihr könnt euch, wie gesagt, ich mache hier nochmal Werbung für meine Kanalvorstellungen, ihr könnt mir einfach eine YouTube-Privatnachricht schreiben, ja, dass ihr gerne vorgestellt werden wollt. Ich muss mein Handy mal in die Tasche packen, sonst vibriert das die ganze Zeit. So, noch ungefähr 400 Blöcke, dann haben wir's. Genau, was wollte ich noch ansprechen? Wollte ich noch irgendwas Bestimmtes ansprechen? Genau, wegen den Kanalvorstellungen. Also, ihr müsst mir einfach eine YouTube hier anschreiben, dass ihr gerne mal vorgestellt werden wollt. Es gibt jetzt aber auch eine Mindestvoraussetzung. Also, dass ihr so zwischen 10 und 20 Videos habt, dass man mal was vom Kanal zeigen kann. Also, ich meine, wenn man auf dem Kanal nur, ja, so 2 bis 3 Videos hat, dann ist das auch ein bisschen blöd, wenn man da so auf eine fast komplett leere Seite, ja, schaut und die dann auch vorstellen muss. Also, ich fände es ein bisschen blöd. Also, die Mindestvoraussetzung, sage ich mal, von den Videos her sind so circa 10 bis 20. Von den Abonnenten her hat sich nichts geändert. Da könnt ihr weiterhin, was weiß ich, 10 Abonnenten haben oder 5 Abonnenten. Wenn ihr halt diese bestimmte Anzahl von Videos habt, könnt ihr euch bei mir bewerben. Schreibt mir einfach eine YouTube-Privatnachricht und dann, ja, werde ich bei Zeiten die auch vorstellen. Ich habe jetzt zurzeit noch 4 oder 5 Kanalvorstellungen offen. Die warten natürlich auch schon darauf, vorgestellt zu werden. Das liegt aber daran, dass ich in letzter Zeit ein bisschen viel zu tun hatte, deswegen auch mit meinen ganzen Prüfungen, sag ich mal. Also die schriftlichen habe ich ja schon, die praktische Prüfung habe ich jetzt in der Woche auch absolviert, in der letzten Woche, also am 2.6. hatte ich die. Ich bin ein bisschen abgekommen vom Kurs, ich muss ein bisschen dahin. Genau, deswegen, also ich habe die Kanalvorstellung nicht vergessen. Ich habe den natürlich immer noch hier aufgeschrieben auf dem Zettel. Ich habe auch die Kanäle aufgeschrieben, die Nachrichten habe ich natürlich noch. Die werde ich dann also bei Zeiten vorstellen. Ich finde das auch immer wichtig, dass so etwas kleinere YouTube-Kanäle ihre Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt muss ich hier noch über den See rüber. Ist ein bisschen kompliziert jetzt, aber Hauptsache wir kommen dann heil zu Hause an. Dann kann ich unser Fleisch in den Ofen tun. Dann haben wir auch wieder, wenn wir beim nächsten Mal losgehen sollten, haben wir auch wieder genug Nahrung mit dabei. Genau, und ich bin jetzt am überlegen, ob ich entweder unser Haus mal ausbauen soll oder ob ich zum Beispiel nach Schweinen mal gucken soll oder nach Hühnern bei uns in der Umgebung oder dass ich mal einen Weizen farm. Ich habe doch Samen dabei, oder? Also wenn ich hier keine Samen habe, wer ruft den jetzt gerade an? Achso, nee. Ja, wenn ich jetzt da gar keine Samen habe, ich glaube, dann muss ich zu Hause in der
Kiste noch Samen haben. Ich habe auch schon so viel Level. Ich habe 29 Level. Ich könnte meine Sachen schon längst verzaubern, aber ich habe kein Lapis gefunden. Oh, wir sind fast da. Na, ein bisschen weiter in die Richtung. Wird's wieder Nacht? Oh. Ne, warte mal, das ist der Mond, ne? Ist das Mond oder Sonne? Ich glaube Sonne. Ach, Sonne, ja, ist ja klar. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Ich hoffe, dass wir vor kompletter Dunkelheit zu Hause irgendwie sind. Die Gegend kommt mir ja auch irgendwie bekannt vor. Ich meine, wir waren hier schon mal am Anfang. Ah, da oben ist schon mal ein Schwein. Nee, scheiße, das kann ich ja nicht bis nach Hause locken. Okay, das war die Sonne. Nee, hier waren wir nicht. Dann war das eine andere Höhle. So, wir haben es gleich geschafft. Minus 290, noch ungefähr 70 Blöcke in die Richtung. Ah, kann man es schon sehen? Kann man unser Haus schon sehen? Aber wahrscheinlich hinter dem riesigen Gebirge da. Da wird es sein. Da muss es sein, da muss es sein. So, einfach mal hier durchgeschlängelt. Da ist noch ein Hase. Also auf jeden Fall da, wo viele Hasen sind, da kann unser Haus auch nicht weit sein, weil wir haben ja auch einen Hase als Haustier. Das ist 290 da hinten. Genau. Da müssen wir lang. Und ich kann es, glaube ich, fast schon sehen. Wenn wir gleich auf 290 sind, müssen wir nochmal ein bisschen nach da gehen, oder? Nee, Quatsch, nach da müssen wir gehen. Haha. Aha, deswegen habe ich es noch nicht gesehen. Dann ist das nämlich gar nicht an dem Hügel, sondern sieht man schon. Da! Ha! Gefunden! Gefunden. Wie gut, dass ich nochmal den Part geschaut habe. Ich wäre nämlich total orientierungslos gewesen. Oh. Schaffe ich den Sprung, ohne zurückzubuggen? Ja. Bei Survival Games ist das nämlich immer blöd. Oder bei Jump League, wenn er dann immer zurückbuggt. Aber es kann ja hier im Singleplayer nicht passieren. Aber ich habe mich natürlich leider nicht mit eingeplant. Dann gehen wir mal schnell hier rein. Genau, du wartest natürlich auf dem Dach. Hätte ich auch so gemacht. Komm, kann ich schlafen? Nein, natürlich nicht. Ach Leute, ist das euer Ernst? Na, da kann ich mal in der Zwischenzeit ein bisschen hier was abliefern. Wir haben natürlich ein bisschen was gesammelt. Hier ein bisschen die Kohle rein. Hier noch ein bisschen Kohle rein. Hier noch ein bisschen Kohle rein. 22, hier haben wir 32. Die restliche Kohle packe ich da mal rein. Was haben wir noch? Oh, ganz viel Eisen und Gold. Was haben wir noch? Das Eisen. Warte mal, haben wir dafür extra eine Kiste? Nee, haben wir noch nicht. Wir haben erstmal alles so reingeschmissen. Ein Lager muss ich mir auch irgendwann noch bauen. Aber ja, ich bin wie gesagt beim Bauen, was das Bauen so betrifft, so ein bisschen unproduktiv. Also ich weiß nicht ganz genau, was ich bauen soll. Wenn ich denn weiß, was ich bauen soll, dann geht es auch meistens relativ gut eigentlich. Komm, wir bauen jetzt hier noch einen sechsten Ofen hin, dann haben wir das schön gleich. Hier haben wir so einen halben Stack. Und packen wir da oben rein. Ja, ich packe erstmal meine ganzen Sachen raus. Warte mal, Knochenmehl, Samen wollte ich gucken. Aha, da kann ich mir gleich mal ein Weizenfeld machen. Samen habe ich... Oder Weizenkörner. Wow, ein Weizenkorn, bloß nicht zu viel. Fuck. Aber egal, wir fangen erstmal mit dem hier an. Und dann überlegen wir uns mal was, ob wir... Geht's unseren Hasen? Alles gut? Gut, alles gut. Ihr wollt natürlich die Weizenkörner haben, ne? Aber geht leider nicht. Gut, hier haben wir die Hasen untergebracht. Dann könnten wir ja entweder von... dort aus noch ein Gehege machen oder Gehege ein Feld machen für das Weizen und dass wir das dann auch so zumachen, dass es geschützt ist, oder wir bauen halt dahinter an oder hier hinter an, bauen da so eine Geheimtür rein, haben wir noch Koppelstein irgendwie, dann mache ich die Decke mal aus hier, Bruchstein, aber erst wenn die Nacht rum ist. Scheiße, natürlich müssen wir jetzt warten, ansonsten, oh cool, ja ansonsten gehe ich da jetzt raus und hau den halt auf die Fresse. Also ich habe jetzt auch keinen Bock zu warten. Ich muss mein Dach oben mal ausleuchten. Ich weiß, ich habe das Dach oben nicht ausgeleuchtet. Gunnar, das ist scheiße. Ich mache das gleich mal. So, hier oben mal ein paar Fackeln drauf, dass hier oben bloß nichts spawnen kann. Ich muss hier nochmal ein Dach hinbauen. Hi, na, hast du dich im Baum verfangen? So, aber jetzt. Es müssen sehr weit genug weg sein, hoffe ich. Ach nein. Oh, ein Babyzombie, hi. So, aber jetzt, komm. Jawohl! Also es lag nur an der Spinne, glaube ich, oder an dem Babyzombie und an dem Babyzombie. So, ein neuer Tag, ein neues Glück vielleicht, vielleicht auch nicht. Jetzt beginnen wir mal mit dem Weizenfeld. Was brauchen wir? Na klar, Erde. 22 Stück reicht erstmal für den Anfang. 23 reicht auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall den Wasser. Einmal für die... Was brauchen wir denn erstmal nicht hier? Die Holz... Die Eisenachs brauchen wir erstmal nicht. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Feldhacke. Holz haben wir, da kann ich gleich mal eine Hacke machen. Und zwar machen wir erstmal aus Holz. So, ne? Genau. Machen wir gleich mal zwei. Und dann mache ich auch gleich eine Truhe. Oh, fang an zu ackern! Fang an zu ackern. So, sehr gut. Noch SP. 30! Level 30 haben wir. Oh, oh. Da ist der Enderman. Bloß nicht
bloß nicht ins Gesicht gucken. Das wäre jetzt sehr fatal. So, jetzt ist natürlich ein bisschen blöd, die ganzen Bäume. Haben wir schon Kürbislaternen? Hier unten haben wir doch gar keine Kürbislaternen. Jetzt, wo ich die da hinten sehe, ich habe doch auch welche mitgebracht. Hier. Machen wir das so? Ja. Machen wir einfach mal zwei Stück. Und dann können wir auch natürlich Kürbisse pflanzen. Oh, 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 bloß nicht ins Gesicht gucken. Ich gehe erstmal hier rein. Bloß nicht ins Gesicht gucken. Was haben wir hier noch drin? Da haben wir noch gar nichts drin. Dann bauen wir erstmal. Wo ist der? Oh. Der klaut schon wieder Blöcke. Lass ihn mal fleißig Blöcke klauen. Ich stelle hier vorne mal Lichter hin, auf jeden Fall. Hier. Und hier. Und da und da. Man kann gar nicht genug ausleuchten. Obwohl, ich lasse die beiden erstmal weg. So sieht das blöd aus. Wo ist der Enderman? Ich würde ihn jetzt sehr gerne töten, aber sonst bin ich tot. Ich lasse ihn erstmal. Ich riskiere das. Jetzt brauche ich doch nochmal die Axt. So, jetzt holzen wir erstmal ein paar Bäume ab. Genau, wobei ich das jetzt gerade sehe, ich muss unbedingt noch den Timber-Mod mit reinmachen. Gleich mal aufschreiben. Timber-Mod. Okay, Ausrufezeichen. So, müssen wir das da oben noch abholzen, sonst fällt der Baum nicht zusammen. Ja, da merkt man schon, wie sehr einem der Mod fehlt. Ganz klar. Habe ich ein bisschen übersteuert in Outer City? Nee, sieht nur so übersteuert aus. So. Kleiner Schönheitsfehler. So, jetzt ist natürlich die Frage. Wir könnten das natürlich hier hinten hinbauen. Dann könnten wir von da drin immer gleich aufs Feld gehen. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich glaube, das mache ich, genau. Ich baue es erstmal. Wenn es dann scheiße aussieht, wir können es ja dann hinterher immer noch wegmachen. Aber jetzt zunächst baue ich das erstmal hier. Baue ich die Bäume erstmal ab. Und dann mache ich da auch wieder eine Umrandung, also eine wie sagt man? Umzäunung? Sagt man das? Ja, ne? Sagt man, glaube ich. Umzäunung. So. Der Baum hier noch weg. Gut, hier war nicht so viel Holz. Dann müssen wir erstmal kurz warten, bis die weg sind. Was macht der Enderman? Der klaut weiterhin fleißig Blöcke. Bisschen Erde. Oh, das ist eigentlich zu wenig, ey. Wir haben doch immer so viel. Hätte ich mir mal ein bisschen Erde mitgenommen von der Welt von Opa Spiel, der hat ja kistenweise Schmutz und Dreck. Da hätte man sich mal was mitnehmen müssen. So. Genau, ein bisschen Weizen kann ich mir mitnehmen. Hier und ein paar Weizenkörner. Aha! Hier ist auch schon mal ein Schwein. Das ist auch gut. Dann können wir auch gleichzeitig mal so eine Schweinefarm machen. Würde ich auch einfach mal spontan sagen. Also das Schwein muss auf jeden Fall mal hier eingezäunt werden. Oder, warte mal, ich mache mal Folgendes. Auch wenn das jetzt total fies ist, aber... Nee, warte mal. Ah, was machen wir denn? Warte mal, wir machen daraus einfach mal so ein spontanes Gehege. Warte mal. Es tut mir leider leid, aber du musst hier drin bleiben. Du wirst noch gebraucht für spätere Zwecke. Wunder dich nicht und hau jetzt nicht ab. Wunder dich nicht, Schwein, du wirst bald wieder gerettet. Und tschüss. Ich muss mir nur merken, dass hier was steht. Nicht, dass ich das darf. Keine Ahnung. 100 Parts stehen lassen und dann vergesse ich das. Dann kommt das Schwein nie mehr raus. Also auf jeden Fall, da ist ein Schwein drin. Wenn es bis dahin nicht gestorben ist, weiß ich ja nicht. So, jetzt aber machen wir mal die restliche Umrandung. Bis wohin? Würde ich sagen, bis hier. Dann bauen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Dreck. Das reicht nie im Leben. Ich gucke gerade nochmal, ob wir was in der Kiste drin haben. Hier muss ich auf jeden Fall noch eine Tür hinmachen. Irgendwann mal. Irgendwann. Schritt für Schritt geht's voran. Erde haben wir nicht. Ich muss nochmal... Ah, hier haben wir noch einen ganzen Sack Erde. Sehr gut. Dann können wir dann gleich mal den Part wieder beenden. Können wir gleich in die Endcard rüber switchen. Aber jetzt mache ich erst nochmal das Feld hier zu Ende. Und dann habe ich schon was fürs nächste Mal, seht ihr? Bin ich gar nicht mehr so planlos. Gut, den Baum lasse ich noch zerfallen. Das sollte ja bis zum nächsten Part alles klappen. Hier haben wir noch ein paar Setzlinge. Das zu essen tue ich mir auch hier unten rein. Und dann, ja, würde ich sagen, sind wir jetzt schon wieder angekommen in der neuen und gestalteten Endcard. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ihr kennt sie ja. Oben rechts geht es zur letzten Folge. Unten zu allen anderen Playlisten. Und wenn ihr, ja, sagt, euch hat das Video so gut gefallen, ihr wollt gar keine Folge mehr verpassen, dann klickt unten auf Subscribe und unterstützt mich damit, würde mich sehr freuen und ansonsten lasst eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!